dem Podcast der Mutterherzen eine Stimme gibt. Erstmal möchte ich mich wirklich aufrichtig bei euch bedanken für die ganzen Rezensionen, für das Feedback und ja, überhaupt alles, was so geschaffen wurde, weil nur wegen euch gibt es mich quasi. Ich bin da wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr dankbar. Und jetzt beginnen wir gleich mal, eine wundervolle Mami hier zu begrüßen. Und zwar Julia Schanowski, die Mama von Zwillingen ist, verheiratet. Und eigentlich können wir da schon aufhören. Mama von Zwillingen und sie lebt noch. Punkt. Das langt schon als Anmoderation, würde ich sagen. Und die Kinder leben auch noch. Und der Mann auch noch. Also okay. Alle leben. Ja, hat sie gut gemacht. Aber es geht noch weiter. Jetzt passt aber mal auf hier. Sie hat gestartet als Bloggerin über das Leben mit Zwillingen, ist Journalistin. 2017 hat sie im Podcast gelauscht. 2018 gab es die erste Aktion mit Superheldin. Finde ich total schön. Sie hat da Bänder gemacht quasi, die man kaufen konnte. Und der Erlös ging zu 50%, glaube ich, an eine Stiftung. Mhm. Ja, super. 2018 hat sie eine Ausbildung zum systematischen Coach gemacht, Parent Empowerment gegründet mit Timo Heinz zusammen. Genau, das ist eine Plattform, die Eltern stark machen soll, richtig? Mhm. Ende 2018 hat sie einen Instagram-Account relaunched, weil es nicht nur noch um Zwillinge geht, sondern vielmehr um Mama Empowerment. Ja, Anfang 2019 kam ihr erstes WhatsApp-Coaching mit rund 300 Teilnehmern raus. Oh Gott, jetzt geht es noch weiter. Das ist ja unglaublich, was du alles machst. Wie viele Stunden hast du am Tag? ein Tagesseminar für Mamas ist im März geplant. Empowerment, Stärkung und Selbstliebe. Im April startet ihr Online-Coaching. Und im April wird auch nochmal ihr Blog und ihr Podcast gelauncht. Also jetzt höre ich aber auf, weil das war nicht schlecht. Also liebe Julia, schön, dass du da bist und ich bin ja schon gespannt, was du uns alles so zu erzählen hast. Danke, dass ich hier sein kann. Ja, ich bin auch gespannt. Ja. So, ja, also meine Eingangsfrage beginnt ja immer gleich mit einer kleinen Änderung. Und zwar, du bist Hauptdarstellerin in einem Film mit deinen Kindern. Was würde denn so im Drehbuch stehen? Wie gehst du mit deinen Kindern um? Wie sind deine Kinder so? Was spielt ihr für Rollen? Ich glaube, es wäre auf jeden Fall irgendwas Ronja-Räuber-Tochter-mäßiges. Also gut, die Rollen lassen sich nicht eins zu eins auf uns übertragen, aber das ist eigentlich das, wie wir versuchen zu leben und was ich schön finde, dass wir frei sind, dass wir ein bisschen wild sind, dass jeder nach Möglichkeit so sein darf, wie er ist, solange es halt den anderen nicht total einschränkt, dass wir viel draußen unterwegs sind, dass wir uns so ausleben. Das würde ich jetzt so. Ja, voll schön. Einfach mal, dass man den Eindruck von euch bekommt. Finde ich sehr, sehr gut. Ja, also wir sind eine sehr laute Familie. Ja, seitdem meine Söhne da sind, gibt es Menschen, die lauter sind als ich. Mein Mann ist, glaube ich, so der leiseste von uns. Und ja, aber hier ist immer laut, hier ist immer viel los, hier ist immer ein bisschen Chaos. Meine Söhne konnten klettern, bevor sie anständig krabbeln konnten, glaube ich, so ungefähr. Und haben, da konnten noch nicht mehr laufen, da haben die schon die Kinderstühlchen überall vorgeschoben, sind überall hoch. Und so, ach, meine Güte, seid ihr aber aktiv. Aber es ist halt auch cool. Also hier ist viel Action in der Bude. Okay. Wir können auch ruhig, aber hier ist auch immer viel los. Okay. Da holst du uns später auf jeden Fall nochmal näher mit rein. Jetzt möchte ich nämlich erstmal dich als Kind kennenlernen und wissen, wie du so aufgewachsen bist. Wie wurdest du erzogen? Einfach kurz und knapp. Würde mich gerne mal interessieren. Hast du Geschwister? Wie war die Julia, als sie klein war? Und wie ist sie aufgewachsen? Wo fange ich da an? Ja, ich habe Geschwister. Ich habe eine ältere Schwester, eine jüngere Schwester und einen jüngeren Bruder. Aus einer großen Familie und ich finde große Familien auch großartig. Und wahrscheinlich bin ich auch deswegen so laut. Um gehört zu werden. Ja, wie war denn das? Wie gesagt, das ist gar nicht so einfach. Also meine Eltern haben sich getrennt, da war ich 2. Und meine Mama hat dann nach einer gewissen Zeit meinen Stiefpapa geheiratet und ich habe also irgendwie so 2 Papas, also ich habe mit beiden Kontakt und meine Mama war auch ganz viele, also bis zu ihrem Tod auch mit meinem Stiefpapa verheiratet, also es war alles ganz intakt irgendwo und
Genau, und meine Mama hat immer sehr viel gearbeitet und meine Oma war aber auch immer da. Also es war schon noch so ein bisschen das klassische Dorf, ne, dass mehr Leute auch da waren. Ne? Also wir waren jetzt nicht nur bei meiner Mama oder nur bei meinem Papa, sondern meine Oma war ganz viel da und ich kenne es halt einfach so, mit ganz vielen Leuten irgendwie zusammen groß zu werden. Wir hatten immer ganz viele, wir konnten immer Freunde nach der Schule mitbringen und war sehr offen und sehr, sehr familiär. Von meiner Mama habe ich halt so gelernt, also sie war als Kinderkrankenschwester irgendwann mal gestartet und hat sich dann so hochgearbeitet, hat später nochmal studiert. Boah, wie alt war ich denn da? Also sie war bestimmt 40 oder älter, hat dann nochmal studiert und wo ich gelernt habe, so krass, also wenn ich was will, es gibt immer einen Weg und es gibt nicht so diesen vorgeschriebenen Weg, ich suche mir meinen eigenen und wenn ich was wirklich will, kann ich das erreichen. Das hat sie mir auf jeden Fall vorgelebt, aber auch gleichzeitig, wie wichtig Familie ist, wie wichtig Gerechtigkeit ist, wie wichtig, ja, es ist, dass wir uns um unsere Erde kümmern, ne, und uns hier nicht benehmen wie die letzten Henker. Und sie war eine Frau, die sich ganz viel für Schwächere eingesetzt hat. Und das habe ich halt auch total krass. Also wenn ich merke, dass irgendjemand auf irgendjemandem rumhackt oder so, dann geht so, boah, jetzt sind die Löwen immer los. Und ja, genau. Aber bei uns war halt immer total viel los. Und ja. Ja, schön. Jetzt hast du gerade in einem Nebensatz gesagt, bis zu dem Tod. Mhm. Darf ich fragen, wer da verstorben ist? Ja, meine Mama ist, im Sommer ist, glaube ich, jetzt schon 3 Jahre her. Oh, die Zeit ist so. Nee, warte mal, die Jungs waren 4, doch. Ja, meine Mama ist im Sommer vor 3 Jahren gestorben und mittlerweile, das gehört so zu unserer Geschichte und zu unserer Reise. Also ich bin ganz froh, dass sie meine Söhne noch kennengelernt hat und wir im ersten Jahr auch so viel noch zusammen waren. Meine Mama war sehr krank, die ist an ALS gestorben. Da gab es vor ein paar Jahren mal so eine Kampagne mit dieser Ice Bucket Challenge. Mhm. Das ist eine neurologische Krankheit, wo die Nerven versagen und keine Signale mehr an Muskeln schicken. Also bei meiner Mama fing es so an, dass sie erst nicht mehr richtig laufen konnte, dann war sie halt irgendwann gelähmt und irgendwann betrifft es halt auch die Atmung. Und ist eine sehr, sehr schwierige Krankheit. Manche Leute leben ewig lange damit. Und bei ihr waren es halt so 3, 3,5 Jahre seit der Diagnose. Und das war irgendwie schon heftig. Für unsere Familie hat uns aber auch mega intensiv zusammengebracht. Und ich weiß nicht, ob ich die Gespräche, die ich mit meiner Mama geführt habe, geführt hätte, wenn sie diese Krankheit nicht bekommen hätte, ob sie diese Veränderung, die sie dann nochmal für sich durchgemacht hat, ob sie das so durchgemacht hätte. Und von daher, das klingt immer so ein bisschen, ja, kann ich es schon auch irgendwo, es hat auch eine bereichernde Seite für uns alle gehabt. Klar, eine unfassbar tragische und schockierende und ich habe aber ein ganzes Stück weit eigentlich meinen Frieden damit gemacht. Ich fühle sie sehr bei mir und bei uns und bei allem, was so passiert. Und letztendlich bleibt uns ja nichts anderes, als das so anzunehmen, wie es ist. Ne? Ja. Aber es gibt natürlich auch Momente, wo ich einfach nur wütend bin, dass sie jetzt nicht da sein kann, ne? Und das so mit uns teilt, was wir erleben. Weil ich natürlich auch gerade so im Leben mit meinen Söhnen merke, oh, wie wichtig das ist, dass eine Mama da ist und ich jetzt ihre Rolle natürlich auch jeden Tag besser verstehe und manchmal einfach denke so, krass, danke, dass du das so gemacht hast und oder danke, was du uns mitgegeben hast oder auch manchmal Fragen zu stellen, ne, dass das jetzt halt nicht mehr so geht, aber was so diese Dankbarkeit angeht, ich fühle mich verbunden mit ihr und ich bin mir ganz sicher, dass es irgendwo, dass die Connection da ist und ja, das da, geht alles. Ja. Mhm, also 2 Sachen dazu. Erstmal, wie schön, dass du auch was Positives für dich rausziehen kannst. Wenn ich so deine Beiträge in Instagram verfolge, geht es bei dir immer ganz viel auch einfach darum, etwas Positives aus dem Leben zu sehen. Da hat sie dich ja bestimmt dann auch geprägt in dem Bereich, könnte ich mir vorstellen. Und was soll ich jetzt eigentlich sagen? Puh, ich bin jetzt gerade echt ganz schön ergriffen. Ja, klar hat sie mich irgendwie
dadurch geprägt. Ne? Natürlich so annehmen, was ist, ne? Ist jetzt aber so und daraus hinaus handeln wir jetzt und gucken mal, was so ist. Also ich glaube, ich habe so einen Grundoptimismus, den sie auch hatte. Also klar, manchmal ist es halt einfach anstrengend und wenn jemand vor seiner Zeit gehen muss oder wenn das Leben schwierig wird und wenn die Kinder hier nur rumschreien und es irgendwie, da gibt es nicht immer was zu beschönigen, aber es gibt keinen einzigen Tag meines Lebens, an dem es nicht mindestens eine schöne Sache gibt. Das ist diese Gleichzeitigkeit, die ich auch so in ihrer Zeit der Krankheit sehr gelernt habe. So, wow, ich darf glücklich sein, obwohl sie krank ist. Und ich mache ihr noch ein riesengroßes Geschenk damit. Und wir leben weiter. Und meine Mutter würde ausflippen, wenn wir hier unser Leben nicht leben würden. Und damit ist ihr kein Geschenk gemacht. Und ja, diese Gleichzeitigkeit von allem. Und das macht vielleicht auch einen großen Teil meiner Instagram- und Blogsprache aus. Ne? Es kann scheiße sein und es kann schön sein, es kann scheiße schön sein und einfach so wie es halt ist. Und ja, also kein, ne, ich rede ja nichts schön. Das ist alles immer toll. Mhm. Aber das kennst du ja aus eigener Erfahrung. Eigentlich gibt es keinen Tag, an dem nicht zumindest ich mal kurz aus dem Fenster gucke und so, oh, der Himmel sieht aber schön aus. So. Mhm. Und dann habe ich ja was Schönes an dem Tag. Ja. Ne? Du hast es schön gesagt, zum Grundoptimismus. Denkst du, dass das nur möglich ist, wenn einem das vorgelebt wurde oder dass es eine Entscheidung ist? Ich glaube, dass es immer super ist, wenn einem was Gutes vorgelebt worden ist, dass es toll ist, dass man quasi dann schon mal eine gute Startrampe hat. Ich glaube aber, ab einem gewissen Alter ist jeder in der Lage, Verantwortung zu übernehmen und Entscheidungen zu treffen. Und das fällt natürlich dann unterschiedlich schwer und es ist unterschiedlich hart, das durchzuziehen. Aber doch, ich denke, dass es ab einem gewissen Zeitpunkt, ab im Erwachsenenleben, jeder dazu in der Lage ist, sich für etwas zu entscheiden und dass man auch einfach ganz konkrete Dinge tun kann, um sein Gehirn umzutrainieren, um ne, irgendwo Bewusstsein zu schaffen und so. Das denke ich schon, ja. Oder das erlebe ich auch. Ganz, ganz wichtiges Thema. Ganz, ganz wichtiges Thema. So, dann hast du ja deinen Mann irgendwann mal kennengelernt. Ja. Gibt es eine Geschichte? Oh, da gibt es eine Geschichte. Ja, die ist voll unglamourös. Ich habe meinen Mann im Karneval in Köln kennengelernt. Und was hat der an? Ja, pass auf. Wir sind beide überhaupt keine Karnevalsmenschen. Und es war also das zweite Mal überhaupt nur in meinem Leben, dass ich Karneval feiern gegangen bin. Mit einer Freundin zusammen, die totale Karnevalsgranate ist. Und das war so eine 80er-Jahre-Party, wo alle irgendwelche komischen Sportklamotten, also nicht alle, aber viele, ne? Also es war jetzt nicht so eine typische, ne? Es war eine ganz coole Party und die meinte seit Jahren, komm doch mal mit dahin. Ach, und ich hatte irgendwie so, ne, hat ihr 25 Euro für so eine Karte, habt ihr sie noch alle? Und so 3 Tage vorher hatten die eine Karte übrig und da war ich gerade in so einem Level, ach, da, komm, ich nehme jetzt alles mit, ne? Bin so spontan in den Skiurlaub gefahren. Ich sag, alles klar, mache ich jetzt, ne? So habe mich quasi einen Tag vorher entschieden, da hinzufahren. Und sie war mit Arbeitskollegen da und sie hat mit dem besten Freund meines Mannes zusammengearbeitet. Ich plaudere jetzt hier voll, ne? Macht nichts. Okay, passt, oder? Sprache. Das kann immer ein bisschen länger dauern, das passt schon. Und genau, da haben wir uns dann irgendwie auch kennengelernt und wir haben uns mega unterhalten, den ganzen Tag lang alle am Karneval gefeiert und wir haben die ganze Zeit irgendwie gequatscht und ich habe so richtig gemerkt, so krass, ich kann mich ja gut mit dem unterhalten, aber das passt mir jetzt auch irgendwie gar nicht. Also so mir ging es, ich wollte den erstmal gar nicht, aber doch schon sehr und ja. Seitdem waren wir nicht mehr Karneval feiern, haben uns dann nochmal wieder gesehen und ich weiß noch, ich bin vom ersten Date, was auch super war, Stunden haben wir miteinander verbracht und dann bin ich nach Hause gefahren und habe gesagt, so, ach, ich weiß auch gar nicht, ob ich den nochmal treffe. Geil. Ja, du wolltest wissen, was er anhatte. Der hatte so eine Fukuhila-Perücke auf. Mhm. Weißt du, kennst du diese Asi-Perücke? Ja, klar. So, ne, mit so Igel und hinten lang. Und dann hatte der so ein Hemd an, das sah aus, als hätte der so ein Muskelshirt an mit so Muskeln darunter. Geil.
Also der sah aus wie ein Volldepp eigentlich, ne? Ich wollte schon sagen, auf sowas stehst du, interessant. Nein, nein, aber irgendwann hat diese Perücke haben wir bei unserer Hochzeit, war das die Perücke? Die haben wir bei unserer Hochzeit versteigert. Geil. Ja. Mhm, sehr schön. Ja, und dann wart ihr ein bisschen zusammen und dann habt ihr beschlossen, wir werden jetzt Eltern. Ja, ja. Also es ging eigentlich, wir haben nach anderthalb Jahren, glaube ich, ungefähr geheiratet. Und weitere, und ja, dann ging es eigentlich, glaube ich, relativ schnell. Warte mal, 2012 habe ich ihn kennengelernt, 2015 sind wir Eltern geworden, nach drei Jahren. Mhm. Ja. Also es ist jetzt nicht so, als ob wir schon 17 Jahre zusammen gewesen wären, aber es war okay, weil ich war da schon 34, 35 und ich wusste ja auch nicht so, wie schnell geht denn das jetzt mit den Kinderkriegen, dass es dann so schnell geht und dass es auch direkt zwei auf einmal sind. Ne? So. Also da musst du uns unbedingt noch mit reinholen. Da bin ich ja wirklich gespannt drauf. Dieser Moment. Ich wollte immer gerne drei Kinder haben. Das ist so die Zahl. Ne? Drei, ich finde drei Kinder finde ich super. Ist ja aber auch immer noch so ein Thema. Mhm. Und hab dann gerade so, oh, okay, ich bin am 1. 35. Oh, ob das zeitlich so hinhaut, da muss ich aber ganz schön gebären, ne? Dachte ich mir. Hat naja. Hast du quasi gewünscht vorher schon. Und ich habe aber trotzdem auch nicht in Erwägung gezogen, dass man ja auch Zwillinge kriegt. Das ist ja auch tatsächlich passiert. Das war für mich so unvorstellbar. Naja gut, jetzt bin ich wieder im Rennen zeitlich, ne, mit den drei Kindern. So, aber ja, wir haben dann, also ich habe dann beschlossen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt wäre. Mein Mann musste sich noch ein bisschen überzeugen. Also er wünschte sich natürlich auch Kinder, aber der hat noch so zwei, drei Wochen gebraucht, um dann so, oh, jetzt echt? Und ich war dann auch recht schnell schwanger und hatte dann ja, in der siebten Woche eine Fehlgeburt. Oh. Und ja, das war für mich auch echt ein Schocker irgendwo. Ich bin aber, also mein Körper hat das eigentlich ganz gut selber geregelt, also ich brauchte jetzt keinen Eingriff. Was für mich so ein bisschen... Mir so ein bisschen, glaube ich, ich will jetzt gar nicht die Chance sagen, aber ich habe das nicht so richtig verpackt. Ne? Mir war das zu groß, dieser Schmerz und dieser Schock. Und das habe ich irgendwie so, ne, bin ganz schnell wieder arbeiten gegangen und war zwei Wochen später offenbar wieder schwanger. Weil, ne, wie gesagt, ich hatte ja keinen Eingriff, wir mussten auf nichts aufpassen. Und ich habe auch schon ein bisschen so, wenn jetzt irgendwas passieren würde, wäre mir das auch so recht. Aber ich war auch gar nicht in dem Zustand, richtige, vernünftige Entscheidung zu treffen. Ne? Und das war ein bisschen crazy, ja. Und dann stellte ich irgendwie fest, irgendwie ist mir dann nicht schlecht und was ist denn hier los? Und konnte es aber auch gar nicht glauben und wollte mich ja auch gar nicht freuen, vorsichtshalber. Ne? Ich wollte es gar nicht so, nicht, dass mich das nochmal so verletzt. Ja. Und dann haben sich die Jungs auf den Weg gemacht und dann war ich schwanger mit Zwillingen und ja. Dann war das eine sehr emotionale Achterbahn natürlich, die ersten Wochen und Monate. Nicht gar nicht mal so sehr, weil es Zwillinge waren, weil ich konnte mir einfach nicht vorstellen. Also hätte ich gewusst, was mich erwartet, hätte ich wahrscheinlich nur ängstlich irgendwo gesessen. Aber ich konnte es mir einfach nicht vorstellen. Das sind meine ersten Kinder. Ich war einfach froh, dass sie so gesund waren und so fit. Aber trotzdem musste ich diesen Verlust erstmal verarbeiten und loslassen, bevor ich mich so richtig auch freuen konnte und bevor die Angst weniger wurde. Das war schon eine Reise. Aber da hat mir das Bloggen auch einfach geholfen, ne? Wo das so anfing. Ja. Du hast den, würdest du jetzt sagen, du hast den Verlust von deinem ersten Kind, ich sag's jetzt einfach so, auch durch die Schwangerschaft verarbeiten können? Oder wie hat sich das denn genau... Es war einerseits, dass ich mir bei einer psychosomatischen Ärztin Hilfe gesucht habe, weil ich gemerkt habe, okay, mir geht es total mies. Ich kann mich gar nicht entspannen in dieser zweiten Schwangerschaft. Ich habe einfach nur Angst. Das bedeutet auch einen total krassen Kontrollverlust gerade für mich, weil ich auch ein Mensch bin. Ich habe immer gelernt, ich kann arbeiten für meine Ziele, aber du kannst nicht arbeiten dafür, dass dein Körper schwanger bleibt. Und das war für mich total krass. Ich kann jetzt nichts machen, dass die Kinder bleiben. Und da habe ich mich mega ausgeliefert gefühlt. Das war für mich eine totale Grenzsituation. Und ich habe einfach gemerkt, wie panisch ich darauf reagiere und dass da irgendwie auch noch ganz viel in mir ist, was ich mir angucken möchte, bevor ich Mama bin. Und genau, habe dann mit dieser Ärztin zusammen eine Therapie gemacht und die ist einfach so großartig, mich so toll begleitet und ja, da konnte ich dann halt irgendwann auch, sie müssen trauern, ne? Und das war mir gar nicht so klar, ne? Und
ja, doch, das war dann einfach auch so ein Prozess und wo wir auch ganz, ganz gezielt, als ich dann irgendwann so war oder wir irgendwann so weit waren, das zu betrauern, uns verabschiedet haben, ne, von diesem kleinen Leben irgendwo. Und das war natürlich schmerzhaft und traurig, aber es hat auch gut getan und es war auch wichtig. Und jetzt denke ich da eher so in Liebe dran. Also irgendwie ist es auch bei uns und bei mir und keine Ahnung, vielleicht hat es sich ja auch zu dem anderen Kind wird wieder dazu gemogelt oder so, ich weiß es nicht, ne? Manche denken so, Da wollte ich gerade fragen, an was glaubst du? Glaubst du, dass solche Situationen im Leben passieren, um irgendwas zu bearbeiten? Also ich bin jetzt kein Mensch, der sagt, so alles hat jetzt einen Grund und eine Bedeutung. Ich glaube, manchmal passiert Scheiße einfach. Ne? Mhm. Und Frage ist immer, was machst du draus? Also was ich halt, irgendwas wird an dieser Schwangerschaft nicht intakt gewesen sein. Und da finde ich es vom Körper schon mega, das irgendwie so zu lösen, okay, dann funktioniert es halt nicht. Gleichwohl ist mir durch diese Situation auch auf einem sehr langen, schmerzhaften Weg irgendwo eine gedankliche und emotionale Freiheit geschenkt worden. Ne? Also mein ganzes Weltbild ist viel offener geworden, die Auseinandersetzung mit mir selbst, die sowohl durch diese Fehlgeburt als aber auch durch meine Mutterschaft an sich angestoßen worden ist. Das hat meinen Horizont so mega erweitert, weil ich mich dann darauf einlassen konnte. Mhm. Und den Weg so gegangen bin. Ob das jetzt unbedingt, also ich sage jetzt nicht so, wow, das war, deswegen ist es passiert, aber das habe ich so daraus mitgenommen und ich werde nie dankbar dafür sein, dass für diesen Verlust, aber ich habe das so angenommen und bin dankbar für das, alles, was daraus entstanden ist und was ich auch dadurch in der Lage bin, anderen zu geben. Mhm. Ja. Okay. Jetzt hattest du ja vorher, vor Mama sein, eine Vorstellung, wie du als Mama sein wirst. Und dann warst du Mama. Das sind andere Planeten. Was sagst du? Das sind andere Planeten. Ja. Wie lässt sich das denn miteinander vereinen? Also was dachtest du, welche Mama wirst du sein? Oder welche Eltern werdet ihr sein? Und wie war die Realität? Also ich war von meinen Schwestern die letzte, die Mutter geworden ist. Sowohl meine jüngere als auch meine ältere Schwester hatten schon Kinder. Und ich habe jetzt neulich in meiner Kolumne noch darüber geschrieben, als die 2,5-jährige Tochter meiner älteren Schwester noch mit im Schlafzimmer geschlafen hat, da ich so, geht gar nicht. Und ich dachte auch immer so, wenn so Mütter mit dem Kinderwagen so über den Bürgersteig und so genervt sind, wenn da schon wieder kein Platz ist, sag ich immer so, ja, ihr habt euch vorgepflanzt, euch gehört die Welt oder was, ne? Und also mir war das ganz klar, was geht und was nicht und klare Kante, Kinder brauchen Regeln und also dieser ganze Scheiß, den man so im Kopf hat, ja, und dann kamen unsere Söhne und dann war irgendwie klar, wer die Regeln macht. Die waren erstmal natürlich ganz anders, als ich das so erwartet hatte, weil ich dachte, ja, Babys schlafen doch auch erstmal ganz viel. Und mein Mann hat damals nochmal wieder angefangen zu studieren. Und ich dachte, ja klar, schreibst du Bachelorarbeit, wenn die ein paar Monate alt sind. Easy, die schlafen doch die ganze Zeit. Hm. Die Bachelorarbeit dann ein halbes Jahr später geschrieben. Sie schliefen auf uns. Und wenn gestillt, also ich glaube, ich habe 7 Monate lang im 1,5 bis 2 Stunden Takt 2 Kinder gestillt. Und ja, es gibt ja immer so Begriffe wie High Need und bla bla, keine Ahnung, ich will die gar nicht in so eine Kategorie stecken, weil ich glaube, das sind einfach Kinder, ne? Und Kinder, die sich, die sie geäußert haben, was sie brauchten und ganz viel Nähe eingefordert haben. Und das finde ich jetzt wunderschön, dass es so gewesen ist und dass ich da relativ, also sehr schnell, ich habe da einfach sehr intuitiv drauf reagiert und ne, ich bin eine komplett andere Mama. Also, ne, ich finde es ganz toll, Ansätze wie ne, Bedürfnisorientierung, obwohl, ne, das darf keine Einbahnstraße sein, dass es sich nur um die Bedürfnisse der Kinder dreht. Und ich finde so diese ganzen Töpfe, Attachment Parenting, unerzogen, Bedürfnisorientierung, ich finde die ganz toll und nehme mir aus jedem Topf, was zu uns passt, mache aber auch die Erfahrung, okay, ich darf nicht zu fundamentalistisch werden oder zu idealistisch, weil dann falle ich hinten rüber und dann ist die Situation irgendwann hier, dass ich hier schreie und Teller schmeiße, so ungefähr. Und da auch irgendwie so in die Balance kommen musste und das für mich lernen musste. Aber ich bin da ganz anders, also ja, als ich jemals gedacht hätte. Zum Glück.
Ja, ja, das war bei mir genauso. Ich wusste genau, wie es funktioniert. Und ich war die perfekte Mama, bis ich Mama wurde. Ja. Ich kann mir auch nicht vorstellen, zu stillen. Und dann war ich voll der Still-Fundamentalist. Also ich sage immer noch, jeder das, was zu ihm passt. Und was es geht da wirklich nur um mich, um mein Leben. Ich verurteile niemanden, der eine Flasche gibt. Und ich hätte eigentlich auch, ich habe 7 Monate habe ich die beiden gestillt und dann war ich halt irgendwann echt durch körperlich und ich hätte aber eigentlich viel lieber noch viel länger gestillt und war es gut, aber ich konnte mir kinderlos überhaupt nicht vorstellen, jemanden aus meiner Brust trinken zu lassen. Ich bin doch keine Kuh. Ja, und, aber umso schöner, dass man dann irgendwie alles so macht, wie es sich für einen richtig anfühlt. Du erzählst es jetzt alles so flachsig, aber man darf ja nicht vergessen, du hattest ja zwei. Das ist ja, also erstmal hat man ja die, ich weiß nicht, wie die Schwangerschaft so für dich war. War das alles schön? Die Geburt mit 2 und mit Schlafen mit 2 und Kaffee trinken mit 2. Das ist ja schon richtig krass. Was macht denn das? Also jetzt habe ich viele Fragen gestellt. Also erstmal Schwangerschaft und Geburt, war das alles gut? Also die Schwangerschaft war körperlich, war eine Frechheit, wie gut das war. Das darf man eigentlich gar nicht erzählen. Ne? Ich habe, mal abgesehen, mir war die ersten 3 Monate so unfassbar übel. Also ich musste mich lieber geben, aber mir war von morgens bis abends so schlecht. Und ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber bei mir war das so, als hätte ich so eine neue Superkraft entwickelt. Mein Geruchssinn war so überempfindlich und ich habe mich aber vor allem geekelt. Also ich war vorher, bevor ich schwanger wurde, habe ich mich fast rohvegan ernährt. Und dann hat meine Arbeitskollegin im Büro neben mir so Paprikaschnitze ausgepackt und macht die Dose auf und ich hätte kotzen können. Weil ich dann so, Gott, was ist das denn? Und habe mich dann gedacht, was ist denn mit mir los? Und ich konnte in keinen Supermarkt gehen. Mein Mann hatte Kaugummis in der Jackentasche. Und ich habe gedacht, boah, was, tu das weg, was ist das? Und ich konnte unter Waschmittel nicht mehr riechen. Das Deo und das Duschgel, was mein Mann während der Schwangerschaft hatte, das ist auf ewig, hat das hier Hausverbot, weil es immer noch so. Und also das war schon krass, die ersten 3 Monate, weil das natürlich auch was mit deiner Lebensqualität macht. Aber so ab der 13., 14. Woche hat sich das so einigermaßen normalisiert und auch, dass ich nicht mehr so krass müde war. Und dann war es wirklich, also körperlich total unkompliziert. Die Jungs sind gewachsen. Ich hatte leider keine natürliche Geburt, weil es die Lage der Kinder nicht zugelassen hat. Und einer meiner Söhne, 400 Gramm schwerer ausgerechnet war und auch tatsächlich war, als sein Bruder, der unten lag. Und unter der Geburt wäre das einfach zu viel Stress gewesen, wenn der dicke Bruder von oben so drückt. Und dann war das aber auch für mich okay, weil ich von Anfang an gesagt habe, die entscheiden, wie sie auf die Welt kommen. Also bei 2 war mir dann auch klar, okay, da müssen wir einfach gucken. Und ich hatte dann in der Ende 38. Woche hatte ich einen Kaiserschnitt in einem anthroposophischen Krankenhaus und die haben es auch wirklich sehr cool gemacht. Also ich hatte eine sehr schöne Geburt, trotz des Kaiserschnitts. Und genau. Und die beiden waren topfit und haben 2600 und 3000 Gramm gewogen. Also die waren trotzdem winzig, ne? Also vor allen Dingen mein 2,5 Kilo Sohn, habe ich gesehen, wer bist du denn hier für ein Würmchen, ne? Ich kannte immer nur so dicke, fette Babys. Aber für Zwillinge waren die halt topfit, ne? Und da war ich auch schon stolz und super dankbar, dass mein Körper das so geregelt hat. Doch, das war schon cool. Naja, und dann haben die uns mal ordentlich Strom stehen lassen. Ich erzähle das jetzt so und jetzt kann ich das auch so sehen, aber ich bin ja auf den Zahnfleisch gegangen zum Teil und verzweifelt auch, weil ich hatte mir das alles anders vorgestellt. Ich dachte, ich kann jetzt hier mal schön im Café sitzen, Latte Macchiato trinken und mein Kind im Tuch tragen. So, ne? Und ich konnte immer ein Kind im Tuch tragen und dann musste ich beten, dass das andere jetzt nicht ausflippt im Kinderwagen, was aber oft genug der Fall war. Ne? Das war einfach manchmal war so ätzend, dass ich auch so auf andere Menschen mehr angewiesen war, als ich mir das vorgestellt habe und dass ich nicht alles alleine regeln konnte, dass mein Mann dann länger Elternzeit beziehungsweise ne, seine Bachelorarbeit nach hinten geschoben hat. Das hat unglaublich an meinem Stolz genagt, ne, dass ich das irgendwie nicht so hier alleine alles schmeißen konnte oder ne, das wäre ein hoher Preis gewesen, den ich bezahlt hätte. Aber ach ja,
meine Güte, es hat sich alles irgendwie eingespielt. Für die Jungs war es total super, dass er die ersten 6 Monate auch komplett so da war und für uns alle. Und ja, irgendwie hilft ja nichts, ne? Also, entwickelt man halt, entwickelt halt Strategien, ne? Wir hatten hier so diese Federwiegen und dann hatte ich immer einen im Tuch. Und habe versucht, einen irgendwie zu wippen oder so zu tragen. Als sie dann alt genug waren, hatte ich einen vorne und einen hinten auf dem Rücken. Und also das war dann ganz gut. Ich habe immer Strategien entwickelt, wie ich mir selber helfen kann im Zweifelsfall. Ne? Weil ich dachte, ich, keine Ahnung, muss es ja vielleicht auch mal dann doch irgendwann alleine hinkriegen. Ne? Ich habe sie meistens gleichzeitig gestillt. Seitdem wir waren unterwegs, weil du sitzt da ja einfach auf dem Körper auf deinem. Ja, und unterwegs habe ich sie dann so nacheinander gestillt oder sie haben dann auch meine Flasche bekommen, obwohl ich da auch erstmal, ne, also, die kriegen erstmal nicht, ich will nicht, dass sie eine hier Saugverwirrung oder wie heißt das, keine Ahnung, kriegen und mein Mann hat das alles brav mitgemacht. Okay. Da wollte ich jetzt gerade mal fragen, was hat denn das mit euch als Paar gemacht? Meint, das ist so anstrengend? Oder was meinst du jetzt genau? Ja, also erstmal Eltern zu werden, ist ja schon mal eine Herausforderung. Du bist ja dann auf einmal einfach ein Team, ja? Genau. Manchmal auch nicht auf liebesbasischer Ebene, sondern einfach nur, es muss jetzt funktionieren. Ja. Ja, wie sich das so entwickelt hat und dann natürlich auch unter der Belastung. Dann lernt sich ja dann nochmal ganz anders kennen. Oh ja. Und zwar immer irgendwie klar, alles, was hier in diesem, mindestens im ersten Lebensjahr passiert, darf hier keiner persönlich nehmen. Also wenn hier nachts einer den anderen anpumpt, ne, und ätzend wird, dann war immer klar, das hat nichts mit uns persönlich zu tun. Also haben wir das auch nie, ich habe das nicht eine Sekunde in Zweifel gezogen. Für uns war das wirklich zum Teil, wir haben ein Abkommen, wir haben uns geheiratet, wir haben einen Pakt, wir haben einen Deal, wir haben einen Vertrag quasi geschlossen, dadurch, dass wir Ja gesagt haben. Und das ist so, wie du es gesagt hast, also wir haben ganz viel auch einfach nur funktioniert. Aber irgendwie war es okay, weil ich dachte, okay, es ist jetzt die Zeit und da gehen wir jetzt gemeinsam durch. Und gestern Abend hat mein Mann noch so gesagt, so, boah, ich finde es so cool, dass wir auch ganz oft leben wir hier natürlich irgendwie nebeneinander her. Er guckt irgendwie, was weiß ich, Netflix und ich sitze am Rechner. Aber trotzdem haben wir dann spontan so Abende, an denen wir 1,5 Stunden quatschen. Und er ist immer derjenige, mein Ansprechpartner Nummer 1, ne, für die richtig ernsten Dinge und Entscheidungen. Und das ist einfach gut zu merken, dass das trägt. Und das haben wir im ersten Jahr unheimlich gemerkt, dass unsere Beziehung trägt dieses ganze Chaos. Klar müssen wir oder dürfen wir uns so weiter um uns kümmern, ne? So zu wissen, alles klar, wenn die Jungs hier irgendwann anderen Müttern schlaflose Nächte bereiten, dann sind wir ja immer noch wir und immer noch zu zweit und dass dann nicht auch immer so eine Leere entstanden ist zwischen uns, ne? Das liegt ja auch wieder in unserer Verantwortung. Das ist manchmal scheiße unbequem, aber du hast da jetzt was ganz, ganz Wichtiges gesagt, dass man das einfach nicht persönlich nimmt. Wir saßen auch schon mal, also mein Mann und ich, in Köln auf dem Parkplatz und waren wirklich richtig scheiße zueinander, weil meine Kleine nicht aufgehört hat zu weinen und wir nicht wussten, wie kommen wir jemals wieder nach Hause. Und da waren wir echt scheiße zueinander, aber wir haben es einfach nicht persönlich genommen. Das war so und wir haben danach auch nicht drüber geredet, weil wir wussten, es war jetzt einfach die Situation scheiße. Ja? Und da kann man nicht, Mäuschen könntest du und Mäuschen könntest du, das einfach nicht so ernst zu nehmen. Und uns war immer klar, in den Zeiten, in denen unsere Kinder klein sind, treffen wir keine Entscheidung über unsere Beziehung, weil das kannst du gar nicht. Du bist ja so, ne? Ja. So belastet, das wäre ja nichts, was irgendwie realistisch wäre. Und deswegen, ne, manche Zeiten, da mussten wir halt einfach irgendwie durch. Und ich finde, dann darf man sich auch erlauben, den anderen mal scheiße zu finden und sich, ne? Klar, ist auch okay, wenn du dich mal anpumpst, ne? Und ich finde, ne, weil dann ist es halt einfach so, aber sich das auch im Kopf zu erlauben, wohl wissend, das ist jetzt die Situation, du brauchst ein Ventil, finde ich okay, und aber nicht komplett die ganze Beziehung anzuzweifeln, ne? Das, weil es kommen einfach auch wieder andere Zeiten. Aber dann auch wirklich dafür zu sorgen, dass man mal die Zeiten zusammen hat. Die sind bei uns nicht mega, mega viel, weil wir einfach nicht so, so viel Unterstützung haben, aber
trotzdem sind die Zeiten so da, oder dass er mich auch bei allen, bei meiner Arbeit so unterstützt, ne? Oder bei den Dingen, die ich jetzt entwickle, bei dem ersten Tagesevent, da ist er so die Nummer eins an meiner Seite, weil er die Sachen kann, die ich nicht kann, weil er sich um den ganzen Technikkram kümmert, weil er nochmal anders drauf guckt, und da ist er halt all in. Ne? Das ist richtig geil, ja. Kannst du uns mal in so einen Alltag zu dir mitnehmen? Wie schaut denn so ein normaler Alltag bei dir aus? Wenn ich dich in Instagram in meine Story anschaue, dann läuft dir meistens Helene Fischer. Du erzählst doch auch. Was ein total falsches Bild über meinen Musikgeschmack. Aber gut. Ja, du weißt ja selber, eigentlich ist ein Alltag ja so richtiger Alltag und Routine ja ein bisschen Utopie, ne, in unserem Leben. Aber wenn es richtig geil läuft, dann ist es meistens so, dass die Kinder irgendwo links und rechts neben mir schlafen, der Mann irgendwie auswandert, weil er so unfassbar schnarcht und weil er sich das alles im Bett irgendwann nicht mehr ziehen kann. Ich zwischen 5 und 6 aufstehe, die Kinder dann weiter schlafen, was seit Wochen irgendwie nicht mehr der Fall war. Ich zwischen 5 und 6 aufstehe, ein bisschen meditiere, Yoga mache, Kaffee trinken, duschen gehen und ich im Idealfall 1,5 bis 2 Stunden für mich habe und schon mal ein bisschen was arbeite. Also du stehst vor deinen Kindern auf? Hm? Du stehst vor deinen Kindern auf? Ja, aber ich muss sagen, dass die letzten Wochen oft nach einer halben Stunde plus minus irgendwas, Mama, ich dann wieder zurückbeordert werde. Das sind immer mal so Phasen, in denen läuft das total gut, dass ich aufstehen kann. Und dann gibt es auch wieder Wochen, wo das einfach nicht so funktioniert, ne? Weil die dann entweder aufstehen oder mich zurück ins Bett pfeifen und wir dann einfach nochmal kuscheln, das ist aber auch okay. Meistens sind das Zeiten, in denen ich eigentlich auch wirklich mehr Ruhe vertragen könnte und finde es auch gut. Mein Mann geht so um 6 aus dem Haus, den sehen wir manchmal gar nicht, also die Jungs sehen den morgens gar nicht. Genau, die Kinder stehen so um 7, 7:30 spätestens auf und oft ist so, dass immer erstmal einer meiner Söhne, der steht ein bisschen früher auf, dann habe ich erstmal nur ein Kind für so eine Viertelstunde, das ist auch schon mal ganz cool und ja, dann machen wir uns hier, also ich bin dann im idealerweise schon einigermaßen angezogen und hergestellt, das ist für mich einfach schön, ich mache das gerne für mich und bin dann schon mal so ready für den Tag und dann wir haben so Zeit bis 9 im Kindergarten anzukommen, weil dann startet so die Morgenrunde, Morgenkreis und dann ist die Tür erstmal zu. Und ich will nicht, dass meine Kinder mitbekommen, dass man auch um 9:45 dann wieder rein kann. Weil ich glaube, dann kommen wir morgens gar nicht mehr. Wenn die einmal wissen, ach so, ist gar nicht so schlimm, wenn man so spät kommt, dann kommen wir gar nicht mehr aus dem Quark. Und genau, dann latschen wir irgendwann rüber zur Kita. Das ist hier so ein paar 100 Meter die Straße runter. Total geil. Mhm. Da gehen die seit dem Sommer hin. Und ich sitze dann um 9 wieder am Rechner und dann geht es weiter oder geht los. Je nachdem, ob ich morgens schon was gearbeitet habe, hole ich sie ab um 2:30, 3:15. Dann haben wir den Nachmittag meistens zusammen. Es sei denn, ich habe irgendwelche Termine. Dann dadurch, dass Johannes so früh anfängt zu arbeiten, kann der oft schon um 4 dann da sein und dann machen wir irgendwas zusammen oder ich bin mit den Kindern irgendwo unterwegs, so Freundinnen mit anderen Kindern oder wir machen was zusammen oder ich habe vielleicht noch einen Termin, obwohl ich wirklich versuche, das zu vermeiden, weil ich unsere gemeinsame Zeit dann schon wichtig finde. Ja, dann läuft es halt so, ne? Sehr, sehr schön. Jetzt höre ich bloß ich höre die Mamas, die dazuhören, jetzt schon sagen, wie schafft ihr das, um 5 Uhr in der Früh aufzustehen? Ich schaffe das, wenn ich wirklich um 9:30 schlafen gehe. Aber natürlich ist es auch okay, dann schlafen die Kinder später, dann ist es gerade auch irgendwie so nett und ich schaffe das auch nicht immer. Und dann stehe ich um 6 auf. Yes. Weil ich merke, dass mir das so gut tut, wenn ich vorher schon mal ein bisschen Zeit für mich hatte. Und dann bin ich schon mal am Tag angekommen, wenn ich sofort so das reaktiv sein muss. Mama, 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 ne? Also den sofort nur Bedürfnisse beantworten muss, dann stresst mich das ungemein. Und so kann ich mich schon mal so ein bisschen auf den Tag vorbereiten. Und ja, ich schaffe das dadurch, dass ich relativ früh ins Bett gehe, aber wie gesagt, gestern war es, ja gut, gestern war auch eine Ausnahme, ne, und bei 6 Uhr ist auch okay. Ja, ich habe einfach gemerkt, ich brauche das jetzt. Ich war an einem Punkt,
wo ich gemerkt habe, scheiße, ich muss jetzt doch mal irgendwie so eine kleine Meditation, also ich sitze jetzt nicht stundenlang irgendwie so da noch um, ne? Also manchmal sind das auch nur 5 bis 7 Minuten, dass ich mir mit einer App meditiere, aber ich merke, ich komme einfach erstmal an, kann ein bisschen wach werden und schaffe so mein Fundament für den Tag. Und das war aus einer Not heraus, weil ich es einfach gebraucht habe, weil ich so mega gestresst war. Und deswegen funktioniert es, glaube ich, auch. Ja. Ich glaube auch, also ich habe auch eine Zeit lang, bin ich um 5 Uhr in der Früh aufgestanden, weil ich gemerkt habe, ich möchte mir am Tag einfach irgendwo eine Zeit nur für mich gönnen. Ja. Es ist aber gefühlt, das hat auch eine Freundin mal zu mir gesagt, und das stimmt auch, es fühlt sich bloß in der Früh im Kopf erstmal nach Arbeit an, wenn man früher aufsteht und etwas macht, als wenn man es abends macht, da ist so Feierabend gespeichert quasi. Das umzuprogrammieren war eine große Herausforderung für mich erstmal. Und ich habe auch diesen Gedanken losgelassen, dass ich es jetzt immer machen muss. Es gibt Zeiten, da geht es einfach nicht. Und dann ist es auch okay. Und dann kommen wieder andere Zeiten. Aber diesen Fokus für uns Mamis nicht zu verlieren, es gibt eine Möglichkeit, Zeit für mich einzuplanen, egal um welche Uhrzeit. Das finde ich interessant, dass das bei dir auch so ist. Absolut, ja. Ja, genau. Also es gibt durchaus Zeiten, wo ich abwägen muss, nee, jetzt brauche ich noch 1-2 Stunden Schlaf mehr, weil das ist ja sowieso die Grundlage allen. Also wenn ich dauerhaft zu wenig schlafe, werde ich mega crazy. Dann bin ich irgendwann wie, ne, so, dann bin ich einfach überreizt. Und deswegen, manchmal muss ich mich einfach auch dafür entscheiden, mal mehr zu schlafen. Und ja, dann habe ich, wie gesagt, im Moment ist es so, dass die Jungs dann meistens irgendwie wach werden und ich diese Zeit auch gar nicht habe. Da muss ich das halt auch irgendwie annehmen. Aber in der Regel gibt es halt die Möglichkeit. Und ich liebe eigentlich diese Morgenzeit. Vor allem jetzt, wenn es wieder so Frühling wird und dann wird es langsam hell und ich sitze da so ganz für mich. Das finde ich total schön. Ja, Mensch, Juli. Vielen herzlichen Dank für deine Offenheit. Ich leite jetzt mal die Abschlussfragen ein. Okay. Und da freue ich mich jetzt bei dir am allermeisten. Und zwar gibt es ja, ich mache ja immer Bullshit-Bingo, und bei Zwillingen Bullshit-Bingo, da kommen ja auch immer dieselben Fragen, oder? Hau doch mal raus, die häufigsten Bemerkungen, die du von außen bekommen hast. Oh, Junge und Mädchen. Nee, meistens so, ne? Oh, Zwillinge, Junge und Mädchen. Und beide Kinder sitzen irgendwie so in dunkelblau, grau. Ne, also... Mal abgesehen davon, dass sie auch oft rot anhaben, aber einer muss immer irgendwie ein Mädchen sein. Und dann sagst du, nein, 2 Jungs, ach, schade, oder? Ja, schade, 2 gesunde Jungs, echt schade. Ne? Ja. Hab wahrscheinlich leicht. Oder gerne auch Zwillinge, oh, das könnte ich nicht. Ich so, was soll ich machen? Also, wir haben ja auch Zwillinge bei uns in der Familie und da kommt immer, oh, ein Eich oder 2 Eich? Das kommt immer. Was war da noch? Oh, sind es Zwillinge? Kommt auch. Ja, witzig. Oder meine Cousine, die hat einen Tennislehrer, dessen Sohn hat auch Zwillinge. So, ja. Wow! Haben Sie da Kontaktdaten für mich? Ja, ja. Also ja, ich hätte da hätte es auch gar nicht gedacht, dass es so spannend ist. Mittlerweile, dadurch, dass sie nicht eineig sind und ich nicht mehr ständig mit diesem riesigen Zwillingskinderwagen, ne, ist es meistens irgendwie so, ach, die sind aber auch nah aneinander. Ich dachte so, ja, so eine Minute. Geil. Aber das ist deutlich weniger geworden. Okay. Wer ist denn dein Mama-Vorbild? Gute Frage. Ich glaube, das ist, glaube ich, eher so ein Mosaik. Also ich glaube, ich nehme mir von jedem das, was ich so brauche. Hier vielleicht die Ruhe, da die Kreativität in Problemlösungsideen. Und also ich habe ganz viel von meiner besten Freundin gelernt, die schon lange, lange vor mir Kinder hatte. Und also ihr Erstgeborener, er wird 19, das ist ja unfassbar. Und den kenne ich, seit er 3 ist. Und sie hat noch einen 9- und einen 4-jährigen Sohn. Und also sie habe ich ganz lange begleitet, auch also nur vor allem ihr mittlerer Sohn, da war ich bei der Geburt dabei und von denen habe ich ganz viel miterlebt. Und sie hat eine unglaubliche Ruhe oft mit den Kindern und Wertschätzung. Und da habe ich halt für mich schon unglaublich viel gelernt oder einfach so, wie Kinder so ticken.
ne? Also was für eine Ansprache für Kinder wichtig ist. Und von ihr habe ich da unglaublich viel gelernt. Und ja. Mhm. Meine Mama hat es auch immer irgendwie cool geregelt, ne? Mit 4 Kindern. Das ist, finde ich schon mal, ich finde so, boah, krass. Also, ja. Mhm. Bücher, die dein Leben verändert haben? Also, da gibt es natürlich viele aus dem Non-Fiction-Bereich. Girl, Wash Your Face von Rachel Hollis. Ich weiß nicht, ob es das auf Deutsch gibt. Mhm. Also Rachel Hollis gehört generell zu meinen Vorbildern. Sie ist eine Amerikanerin, vierfache Mama. Also sie ist nicht mein Role Model unbedingt, was ihre Erziehungsansätze angeht immer. Aber sie ist eine Speakerin und Coach und ja, wie sie so für, insbesondere für die Frauen losgeht, das finde ich unglaublich inspirierend und wie sie so viel auch aus ihrem Alltag rausholt und was sie geschaffen hat und genau, und ihr erstes Non-Fiction-Buch, das fand ich ganz toll, kann ich nur empfehlen. Mhm. Genau, ja. Was war dein größtes Learning als Mama bisher? Dass das, was mit meinen Kindern oder das, was mit meinen Kindern passiert, auch immer was mit mir zu tun hat, dass ich auch erstmal bei mir gucken darf, warum regt mich das jetzt hier eigentlich so auf? Ja, und einfach so meine Erwartungen fallen lassen, da fällt mir eine geile Situation ein. Da waren die Jungs so etwas über ein Jahr wahrscheinlich, ne? Und ich hatte hier schön im Herbst Tannenzapfen gesammelt und Moos und so ein paar Sachen, weil da können ja so schön Waldorf, da können die was so fühlen und die Haptik, ne? Und die haben die Dinger durch die Küche gepölt und geworfen und ist voll eskaliert. Und ich dachte so, Mann, und ich war voll wütend und habe in dem Moment gedacht so, ja, Bild im Kopf und Realität, ne? Das ist, geht nicht darum, was ich erwarte, was sie damit tun, sondern was für sie spannend ist, jetzt gerade damit zu tun und das so loszulassen. Und sie wählen zu lassen, oder ne, dass es jetzt nicht um mich geht, was ich mir hier schön vorgestellt habe, wie das hier Waldorfmäßig mit den Tanzapfen läuft. Also da erinnere ich mich immer sehr dran. Das kann ich mittlerweile aber auch ganz gut, ne? Dass es meistens in eine völlig andere Richtung geht, als ich mir das so denke. Aber es ist okay, mich dann das als ne, die Einladung anzunehmen. Ja. Okay. Und was würdest du aus heutiger Sicht deinem 19-jährigen Ich sagen? Ui. Es wird werden. Also Vertrauen einfach? Ja, ja, ja. Viel mehr Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, in den eigenen Weg. Also bei mir hat der Kopf auch unglaublich viel so, oh, Journalistin, nein, das kann ich gar nicht werden und das werden andere und, oh, und das werde ich nicht. Und irgendwie, witzigerweise, ist der Beruf trotzdem zu mir gekommen, trotzdem ich so gezweifelt habe und es wäre viel schneller gegangen. Und auch das, was ich jetzt tue und entwickle, das ist alles möglich, alles halt so wild, kannst alles machen. Also es ist immer unfassbar, wie sehr unsere Ängste und Gedanken uns so ausbremsen. Natürlich, ne, der Weg bleibt aufregend und spannend und Dinge zu tun, zu erledigen. Aber im Prinzip ist jetzt eigentlich nichts so richtig unerreichbar, oder? Gut, buddhistischer Mönch werden stelle ich mir für mich sehr schwierig vor. Aber gibt ja für alles so Schritte und Dinge und man kann sich viel mehr auf sich selbst verlassen als oder wie, ne? Wir können das, als wir so denken. Mhm. Ja. Ein wunderschöner Abschluss. Ich würde dir aber gerne noch die Stimme geben. Du hast ja so viele Projekte momentan für Mamas am Laufen. Was ist da jetzt aktuell? Wie kann man dich erreichen? Was würdest du empfehlen, wenn ich als Mama jetzt gerade irgendein Thema habe? Wie kannst du mir dabei helfen? Ja, ja, ist ja so, du hast es ja am Anfang schon angeschnitten. Also ich habe ja erstmal mit dem Zwillingsblog Doppelkinder gestartet, wo es so mein Leben als Zwillingsmama ging, aber es war nie so ein zwillingsspezifischer Ratgeber. Und ich habe im Laufe der Jahre
einfach gemerkt, es geht gar nicht darum, dass ich jetzt, so gestaltest du dein Leben mit Zwillingen besser, sondern so kannst du dir als, oder ne, wertschätze dein Sein als Frau und Mutter und guck mal, was du alles kannst und was du alles schaffst und sieh das erstmal alles und komm in deine Kraft und genau, deswegen gibt es bei Instagram mittlerweile Juli Schanowski Mompower und wo ich Frauen einfach Wertschätzung zusprechen möchte, weil ich finde, Frauen sind solche Goldgruben in dem, was sie tun und können. Frauen mit Kindern, was sie alles schaffen und erschaffen und alles tragen. Und da ist so wenig Bewusstsein für da bei den Frauen selbst oft. Und ich nehme mich da gar nicht aus. Ich bin da auch oft genug blind für. Und aber auch so bei dem Umfeld. Genau, und da entstand halt irgendwann so aus den Bloggen heraus einfach der Wunsch, Mehrwert zu schaffen. Ne? Das fing mit den Armbändern an, wo ich gemerkt habe, so, boah, ich will, dass wir uns alle mal daran erinnern, wie cool wir sind und was wir hier jeden Tag rocken. Ne? Und dann gab es die Superhelden-Armbänder und da habe ich gemerkt, ach, das ist so, das gibt uns allen so viel mehr, einen viel größeren Mehrwert, als einfach nur irgendwas zu posten. Ne? Oder obwohl natürlich auch was unterhält, das hat natürlich auch einen Mehrwert. Und ja, dann habe ich mir halt irgendwann gewünscht, wirklich intensiver mit Menschen zu arbeiten, habe die Coaching-Ausbildung gemacht, dann habe ich den Timo irgendwann getroffen und wir haben uns überlegt, so, boah, wir wollen richtig geile Angebote für Eltern schaffen, wo es nicht um Erziehung geht, wo es nicht um, ja, du musst jetzt nur achtsam in deine Gebärmutter atmen, geht. Das hat alles eine Berechtigung, aber es sind nicht wir. Ne? Ich will einfach, dass wir über so einen Weg der Selbstwertschätzung und Selbstanerkennung in so eine Power kommen und selber nicht verlieren. Ne? Mama sein ist grandios, ist total wichtig, was wir machen, das wahrzunehmen, aber auch Frau sein ist total wichtig und vollkommen legitim, das irgendwie herzustellen. Genau, und da gibt's, das startet im April unser erstes Online-Coaching. Die Gruppe ist allerdings schon voll, aber es gibt halt Wartelisten, die werden regelmäßig wieder starten. Es ist ein 6-Wochen-Coaching, sehr, sehr close, sehr nah, wo wir halt genau gucken, was braucht die Gruppe, ne, im Thema Fokus, Selbstwert, Energie, so diese ganzen persönlichen Punkte, wie kannst du dir selbst ein kraftvolleres Leben gestalten, wo es eben, wo du deiner Elternrolle gut gerecht werden kannst, weil, ne, ähnlich wie bei dir ist auch so, wenn es dir gut geht, bist du auch automatisch eine gute Mutter oder ein guter Vater, ne, das ist so ganz wichtig, wenn du in deiner Kraft und in deiner Freude bist, dann regelt sich der Rest ja quasi von selbst. Nein, so nicht, aber dann ist es halt irgendwo viel leichter und ist auch was viel Schöneres, was wir vorleben. Genau, da gibt es 6-Wochen-Coaching. Im März gibt es das erste Mom-to-Wow-Event. Das, ich weiß nicht, kennst du diesen Spruch? Mom is just a reflection of wow. Und es geht gar nicht darum, dass Mütter mehr wow werden müssen, aber sie müssen es mal empfinden und fühlen, wie wow sie eigentlich sind. Und das ist ein Tagesseminar, da gibt es ganz viele Inputs und sehr inspirierende Speaker, die da Dinge sagen oder die wir sagen und erzählen. Es gibt aber auch ganz viele, viele Übungen, wie du dich selbst wieder mehr erfahren kannst und ein Bewusstsein für dich und deinen Alltag entwickeln kannst. Und ich glaube, es wird eine riesige Sause. Genau, das findet im März, am 23. März zum ersten Mal statt. Da haben wir auch noch ein paar Plätze frei. Und es soll auch regelmäßig stattfinden. Genau. Ja, und wer uns erstmal kennenlernen möchte, also wir, da, ne, manche Sachen mache ich mit dem Timo eben zusammen, dem ich zusammen Parent Empowerment gegründet habe. Da gibt es ein kostenloses WhatsApp-Coaching. Da kann man sich jetzt demnächst wieder bei Instagram für anmelden. Oder über einen Newsletter und dann bekommt man 14 Tage jeden Morgen eine kleine Sprachnachricht von uns und kann sich so ein bisschen inspirieren lassen oder zu manchen Themen was lernen und erstmal gucken und uns kennenlernen. Ja. So im Groben. Wow, kann ich dann nur sagen, was du alles wuppst. Ja. Oh ja, und ich schreibe ein Buch gerade. Das wird im Januar erscheinen. Ja. Naja, ich habe jetzt den Vertrag mit dem Verlag und so, es ist gerade. Aber. Wow. Kann ich mit dir vor allen Dingen insbesondere noch teilen. Ich habe gestern lief hier so eine Playlist von Spotify und während ich den Verlag, den Vertrag unterzeichnet habe, liefen die Venga Boys. Erinnerst du dich noch an das Video? Boom, 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 oder was? Nee, tschau. Nein, warte mal, was war das denn am Jahresanfang, diese lustige Insta-Story, die du mir noch geschickt hast? Wie heißt denn das? Als ich mit meiner. Like the Party.
We like to party. So, und weil meine Kinder, und die fanden das so geil und witzig, und dann habe ich das Lied in so einer Motivation-Playlist abgespeichert und lief gestern, und mir wurde so bewusst, als ich dachte, krass, ich unterzeichne meinen ersten Buchvertrag und im Hintergrund kommt der Wenger, was ist gar nicht. Muss ich direkt an dich denken, weil sehr epischer Moment, ja. Geil. Ja, ja, ich freue mich auf alles, was noch kommen wird, und bedanke mich, was du alles so für uns Mamas machst. Danke. Da rauszugehen. Und ja, würde jetzt hier abschließen. Ich bedanke mich für deine Zeit, für alle Zuhörer, und ja, bin gespannt, was du uns alles noch so kredenzen wirst. Ja, ich danke, dass ich hier sein durfte. Sehr, sehr schön. Bis ganz bald wieder. Tschüss. Bis bald.